mit der Institution zu tun. Mit der Demokratie. 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 Wir müssen sie ins Koma versetzen. Mehr Koma geht gar nicht. Dann notoperieren. Wir haben keine Wahl. Immer eine Wahl. Das Volk ist ja souverän. Aber nicht in meinem OP. Außerdem sind sie Kassenpatient. Oh mein Gott. Das sieht ja übler aus, als ich dachte. Das sind ja tumorartige Wucherungen im rechten Bereich. Hab ich's mir gedacht? Auf dem rechten Auge blind? Das ist ein Morbus Höcke. Der drückt dem Hirn das Blut ab. Wo ist ein Exorzist, wenn man ihn mal braucht? Ach, das sind die üblichen Reflexe, wenn das Hirn aussetzt. Hat sich ein völkischer Parasit eingenistet. Total vernunftresistent. Ich glaube, sie will uns etwas sagen. Wir schaffen das. Typische NATO-Erfahrung. Die Banken haben ihr das Blut ausgesaugt und dann noch Wachstum überall. Wohlstandsbauch und Fettleber. Der Ruf nach Demokratie verstummt, wenn der Mensch Wohlstand erlangt. Sind Sie verrückt? Ah, wir verlieren Sie! Das Geschwür muss raus! Das parlamentarische Syndrom. Oh mein Gott. Das Herz ist von Lobbyisten befallen. Was ist das? Die polnische Pressefreiheit. Oh Gott, das ist eine beginnende Diktatur. Oh. Die Menschenwürde. Informieren Sie die Angehörigen. Es gibt keine Angehörigen. Vielleicht die Sozialdemokratie. Sozialdemokratie? Die haben wir doch letzte Woche eingeschläfert. Dann schalten Sie die Geräte an. Moment! Müssten wir darüber nicht abstimmen? Abstimmen? Wählen? Das ist doch von gestern. Heutzutage wird geliked. Ihr Patient, Sie können ausschlafen. Hilfe! Den da hinten, den halten Sie da auch am Leben. Aber der ist längst tot, aber der ist privat versichert. Das Bett rechnen wir Jahre mit der Krankenkasse ab. Und wer ist das? Europa.